Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan und Jakob von den Frakta und ich bin wieder ein Geheimnis nach der Warhammer Total Conversion Mod für Crusader Kings 2. So, ich habe mir noch kurz Gedanken gemacht, während ich das Video gerade eben hier beendet und gedünst hier bearbeitet habe, damit ich es hochladen kann. Ja, mittlerweile habe ich auch, glaube ich, fast 300 Videos hochgeladen. Also die Runde sollte sich langsam dem Ende nähern, sonst wird es ein bisschen absurd. Naja, es ist noch ein bisschen was zu machen. Ne? Ich halte mich hier ein bisschen sehr auf. Kann man so sagen. Und ich habe mir schon einige Spiele angeguckt und dann doch wieder noch ein paar andere Spiele angeguckt. Also es zieht sich irgendwie. Egal. So, zocken wir hier mal weiter. Was hatte ich mir überlegt? Achso, einmal, ich kann jetzt endlich das hier usurpieren. Das Coole ist, ich kann sogar das Großfürstentum direkt usurpieren. Das finde ich großartig. Natürlich sehr schick. Und das geben wir natürlich direkt auch weiter. Wobei, warum kann ich das nicht schaffen? Muss ich nicht verstehen, macht nichts. Dann kriegt einer von denen das Großfürstentum. Das ist ein schönes Wappenschild. Harzklein, ja gut. Ist jetzt nicht unbedingt der Beste, aber der ist natürlich ein bisschen besser. Ah, der hat schon ein Oberhaupt. Also nicht mit denen hier. Ah, der hat auch ein Oberhaupt, okay. Ah, komm, nehmen wir ihn. Die Ingo. Das wird ihm gefallen. So, jetzt haben wir noch Großfürstentum hier an der Küste erschaffen. Das ist natürlich eine großartige Sache. Der hat natürlich jetzt entsprechende Rechte. De jure sieht es nämlich so aus. Das heißt, ich habe jetzt Kriegsgründe gegen sie, den da und die anderen. Ah, oh! Der ist ja allein. Ja, hallo, mein Freund. Oh, da kommt sogar ein Holy... Oh, geil! Ja, hallo. Erstmal. So, gegessen. Das bist du. Jo, Alter. Nimm mir mit. So, das ist aber Bretonia. Mit denen legen wir uns jetzt erstmal noch nicht an. So, damit haben wir jetzt drei Kriege am Laufen und hier unten hatte ich noch irgendwas Interessantes gesehen. Geistmund. Geistmund ist nämlich allein und ich habe einen Kriegsgrund, weil mein Graf Boemus von Katharinen hat da irgendwie ein Recht drauf. Ich meine, er hat sich gekauft, ja, so ein Beweis, ja. Ihr wisst Bescheid. So. Achso, jetzt habe ich Vasallen schon wieder ausgehoben. Naja gut, vier Kriege lang erstmal. Die müssen wir jetzt erstmal siegreich zu Ende bringen. So, die Städte sollen ruhig auch zu den Waffen rufen, die mir hier direkt unterstehen. Beziehungsweise Tempel, ich weiß ja nicht genau, wer da alles noch dabei ist. Ja, wir holen noch von jenseits der Berge noch ein bisschen was. Na gut, die 26 müssen jetzt über die Berge eiern. So.
Ist das die Uden-Armee? Ne, der Kai darf auch mit. Graf von Kuron? Wo ist? Achso, ja, das war der Titel. Sehr schön. Ja, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Moment. Ja, der wird garantiert kommen. Oder auch nicht. Ach, guck mal, das ist das Gebiet. Ja, dann müssen wir mal gucken hinterher. Sehr schön. Die imperialen Armeen sind wieder auf dem Marsch. Ja, Kinder, jetzt mal ernsthaft. Eigentlich wäre es natürlich schlau, auf der Insel zu bleiben, auf der anderen Seite. Ah, was? Wer ist denn Scarosio? Ja, ihr dürft gern kommen, das ist mir wohl. Sorgen wir mal wieder dafür, dass die, dass es auf dieser Welt, in der alten Welt, wieder voller Begeisterung über das Imperium gesprochen wird. Gehen wir uns erstmal wieder mit dem halben Kontinent schlagen. Oh, halt, warte mal. Jawohl. Er ist ja zahlenmäßig dann doch überlegen. Dann macht doch der Abgang. Nimm ich aus dem Flickenteppich im Süden auch mal einen vernünftigen Teil des Imperiums machen. Ich lese ja gerade eben wieder einen Warhammer-Roman und zwar habe ich wieder mal angefangen mit Heldenhammer, das ist der erste Teil eben der Sigmar-Trilogie. Wobei ich es immer noch ein bisschen enttäuschend finde, nur drei Teile. Hallo, wir reden hier von Sigmar, da hätten sie ruhig mal so 10 Bände machen können oder so. Da machen sie hier mit Horus und dem, ja, großen Bürgerkrieg hier. Ja. Im Warhammer 40k-Universum, da machen sie irgendwie 35 Bände draus und aus Sigmar machen sie 3 Bände. Das muss auch keiner verstehen. Was ist das denn? Nach irgendwelche Ritter. Das ist vielleicht nicht die schlaueste Idee, mein Freund, sich hier hin festzusetzen, wo die 8000 Mann durchmarschieren werden. Na ja, egal. Das wird er noch merken. Macht er jetzt natürlich einen großen Umweg um meine 16.000 Mann. Ah, das ist eine schöne Provinz, vor allem sind sie noch leer, da können wir auch nicht was drin gründen. Und es wird auch Zeit, dass wir uns hier nach Norskar mal ausbreiten. Die haben uns lang genug geärgert. Mit jeder Grafschaft, die wir da oben wegnehmen, können weniger Plünderer kommen. Und dann machen wir hier die große Zange auf.
guck mal, die Targets Code sind bei mir gelandet. Nee, ist nicht Code, sondern Cock. Targets Cock. Ja, das wird auch nicht gut für die ausgehen. Der hat schon mal nicht gerafft, dass die fast 12.000 Mann zu ihm kommen. Schön, auch wenn ich nicht genau weiß, wo Königstein liegt. Ah, okay. Ach, das war vampirisches Gebiet, Sylvania. Wir biegen mal ab, wir schlagen erstmal die. Das finde ich irgendwie lustig. So. Da mir das am meisten Geld bringt. Und Geld kann ich mal wieder gebrauchen. Ich will ja bald wieder Städte gründen. Tja, der scheint es auch nicht mitgekriegt zu haben. Weißt, ach, jetzt hat es mitgekriegt. Oh, er kommt sogar rechtzeitig weg. Hm, warum nicht? Sollen sich doch kloppen. So, wir spielen hier nicht Nachlauf. Komm, Kinder. So, mal nicht. Naja, ja, um die kümmern wir uns noch. Kommt. So, wie läuft's eigentlich da unten? Ja, geht auch voran. Wer tricht sich denn da, bitteschön? Ach so. So, läuft. Vertreiben wir die letzten norskischen Barbaren hier. Also meine zukünftigen Untertanen. Dann beherrschen wir hoffentlich bald noch einen schöneren Brocken hier im Gebiet.
So, wir könnten mal gucken wieder. Sehr schön. Müssen wir ein bisschen Einnahmen da auch generieren. Wieder. War ja abgefackelt alles. Ach, die schlagen sich immer noch in ihrem komischen Krieg da. Na ja, komm, wegen 300 Muckel, da fangen wir an, hier groß Belagerungsspiel zu spielen. Dran drauf drüber, imperiale Grenadiere, ja. Sehr schön. Das wird ja alles besser. So, wen haben wir denn da? Für dich wird nichts gezahlt, du hast mir nichts getan, bist kein irgendwie Barbar, Chaos, Kultist, kannst gehen. Ach, sieh an. Hat er immerhin 3000 Mann da im Norden zusammengebracht. Moment. Hm, 10 Gold, nee. Wobei andererseits ist kein Untertan von mir, hat mich ja nicht verraten. Dann nehmen wir das Geld. Und die lassen wir gehen. Oh, sehr schön, wir können die Tochter verheiraten. Dann holen wir mal Priester her. So viele heilige Kriege, wie wir gewinnen. So. Hat sich auch gut entwickelt. Kriegt jetzt ein gescheites Männlein. Naja, das taugt nichts. Oh, der ist gut. Perfekt. So, jetzt muss kurz warten, Mädchen, besorge ich dir Stadt. ja, und irgendeiner kriegt jetzt noch was. Moment, du bist vergebt. Ach jo, wir haben doch gerade was gekriegt. Aber das war eine Baronie, gell? Ne, das war eine Grafschaft. Ja, Grafschaft, keine Verwandtschaft, Grafschaft. Gute alte, bewährte Regel. Ja, das sind ja schon wieder 600 Muggelsche. Weißt du was, dann stürme vielleicht doch. Wenn wir den wenigstens den Kampf schnellstmöglich beenden und uns dann wieder um die kümmern. Oh Mann. Okay, wir kümmern uns doch erst um die dann. Ja, dankeschön. Plünderer. Sehr schön. Das können wir jetzt eigentlich auch relativ zügig spenden. Was? Schwestische?
Ja gut, die müssen sie belagern, das ist ein bisschen stark. Als Imperator sollte man auch immer Gnade zeigen, das ist vor allem deshalb schon interessant. Ja, dann noch eine Stadt, ja gut, damit kommt er immer noch klar. Das soll jetzt endlich mal seine Schwester, ach Quatsch, seine Schwester, die Schwester des Imperators und seine Frau auslösen. Jo, dann hetzen wir die halt so ein bisschen durch die Landschaft. Schön. So, die rücken ins Landesinnere ab. Ja, dann. Ja, der Fluss hat ihnen jetzt so viel gebracht. Die zahlenmäßige Überlegenheit war dann doch wichtiger. Obwohl, wir gehen erstmal nach Westen. Ne, machen wir nicht, weil wir haben ja hier Jungs. Oder würde er schon nachgeben? Nein. Sehr schön, das ist aber gleich gegessen, das Thema. Hat der echt 5... Ach nee, das sind Orks. Die Barakwar schlagen sich ja wieder mit den Ork-Besatzern. Das ist auch eine Ork-Armee. Natascha, die zweite. Ach, guck mal an. Tja, das haben sie verkackt. Oh, der ist tot. Der kleine Sigbert ist jetzt Bürgermeister von Ramsen. Er kann jetzt mal seine Mutter auslösen. So teuer kann das doch nicht sein. Oder kann ich die auslösen? Warte mal. Nö. Das ist auch doof, dass ich die nicht auslösen kann. Vor allem ist das ja mein direkter Vassal. Ich verstehe gar nicht, warum man mir nicht zuerst den Krieg erklären musste. Sehr schön. So, nachdem das hier unten beendet ist,
Sehr schön, das Imperium wieder so ein Stück reingehämmert. Das freut wahrscheinlich auch die Zwerge, wenn sie es irgendwann schaffen, das mal zurückzuerobern. So, dann gucken wir wieder in die Nordfront. Südfront ist erledigt. Ja, die brauchen noch ein bisschen, bis sie übergesetzt haben, aber es ist, glaube ich, immer noch geringere Mali, wenn sie über diese Furt, also über diese Meerenge gehen, als wenn ich sie vom Schiff ablanden lasse. Weiß ich gar nicht genau. Kommen wir mal ein bisschen Stoff, dass es heute noch mal was wird. Ja, das hat ihnen irgendwie nicht viel gebracht. Nee, macht immer noch nicht. Wir haben ja fast 97%, sehr schön. Prozent? Was sollen wir jetzt noch machen? Na gut, das geht jetzt von alleine eigentlich. Weil wir das Gebiet ja kontrollieren. So, der Kampf ist auch vorbei. Wir haben eine Strigani Hexenjägerin oder was? Ist das geil. Sehr schön, damit haben wir jetzt auch hier diese Flussmündung. Haben wir hier natürlich das Nadelöhr. Langfristig, also mittelfristig müssen wir natürlich gucken, dass wir hier diesen Küstenabschnitt in die Hand bekommen, damit das hier schön zusammenwächst. So. Ja, ist halt nicht mehr der Jüngste, gell? Oh, schön. Das Königreich von Sangula können den nächsten Großfürsten erschaffen. Ja, aber... Das ist nur ein... Das beherrscht die Jure gar nichts. Jure. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Wir
brauchen eigentlich kein Königreich, das kein Mensch braucht. Also, dass kein de jure irgendwelche Rechte trägt, dann ist es auch wurscht. Gott, ignorieren wir. Großfürst von Sangul braucht ja keiner, wenn er eh nichts beherrscht. Was ist das denn? Nein. Ich brauche nicht irgendwelche seltsamen Kriege. So, dann stürmen wir das hier mal, glaube ich. Da gehe ich sonst mehr so schonend mit meinen Soldaten um, aber in dem Fall, boah, 4000 Mann. So. Ein Kornanhänger, noch ein Kornanhänger, für die ich kein Geld kriege. Das ist aber blöd. Obwohl, da kriege ich halt eine Baronie. Ja, ob der so lange das haben wird, der ist im Menschen krank. Na egal. Aber warte mal, was bist du denn? Oh, cool. Denn der steht mir auch noch direkt, okay. Transfer. Wobei andererseits, solange sie mir direkt unterstehen und keiner deswegen maulig ist, kriege ich ja mehr Steuereinnahmen. Und ich nicht da über das Limit komme, ist auch erstmal wurscht. Schön, gut, der Kampf ist auch beendet. Dann gehen wir mal an die Küste und die Schiffe holen sie rüber. Und dann machen wir im nächsten Video dann im Norden klar Schiff. Dann haben wir endlich unsere richtig großen Brückenkopf im Norden. Wenn wir da jetzt weiter dort dann den großen Feldzug fortführen können. Wobei, wir müssen jetzt mal um hier das ganze Gestreu hier kümmern. Sehen wir noch. Macht's gut, bis bald. Tschüss.